Urteilen und Strafen. Videomodul 661. Sego Geschichte. Das folgende Video stellt verschiedene Beispiele zum Thema Urteilen und Strafen in der Vergangenheit vor. Die Beispiele geben einen ersten Eindruck, aber keinen umfassenden Überblick. Notiert kurze Stichworte und Fragen, die euch besonders interessieren. Was ist eine gerechte Strafe? Diese Frage beschäftigt die Menschen seit jeher. In verschiedenen Epochen wurden auf diese Frage unterschiedliche Antworten gegeben. Pranger. Jemanden an den Pranger stellen. Der heute noch oft gehörte Ausspruch heißt so viel wie jemanden öffentlich bloßstellen. Bereits im antiken Griechenland, stärker dann im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, wurden die Verurteilten an einen Pranger zur Schau gestellt, meist auf dem Marktplatz oder an einem anderen zentralen Ort. Am Pranger in Ilmenau wurde der Verurteilte mit einem Halseisen angekettet. Die häufigste Form des Prangers war aber der sogenannte Block oder Schandblock. Dieser bestand aus zwei Holzbrettern mit Aussparungen für Hals und Arme. Der Pranger zählt zu den Ehrenstrafen. Auch wenn die Strafe oft nur wenige Stunden dauerte, waren die Folgen gravierend. Der Ehrverlust konnte lange fortwirken und beispielsweise für Handwerker oder Händler den finanziellen Ruin bedeuten. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Prangerstrafe abgeschafft. Spiegelstrafen. Als Spiegelstrafen bezeichnet man Körperstrafen, bei dem der Verurteilte entweder einen gleichen oder ähnlichen Schaden wie der, der beim Verbrechen entstanden war, erleiden soll. Spiegelstrafen sollten eine Wiederholung der Tat verhindern. Klassische und häufig praktizierte Beispiele sind das Abhacken der Hände eines Diebes und das Abschneiden der Zunge, wenn jemand einen Meineid, eine bewusste Falschaussage, geleistet hatte. Spiegelstrafen waren in der Antike und im Mittelalter weit verbreitet. Als weitere Körperstrafen wurden Ohren oder Nase abgeschnitten. Verurteilte konnten auch gebrandmarkt oder geblendet, also blind gemacht werden. Die Strafen dienten wie der Pranger zur Abschreckung, denn der körperliche Makel blieb sichtbar und führte deshalb zu dauerhaftem Ehrverlust. Codex Hammurabi. Das Prinzip der Spiegelstrafe kennt man aus dem Alten Testament. Dort heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese Rechtsauffassung ist bereits aus dem 18. Jahrhundert vor Christus überliefert. Der Codex Hammurabi umfasst 282 Rechtssätze, die in Keilschrift auf einer 2,25 Meter hohen Steinstele festgehalten wurden. Hier einige Beispiele. Gesetzt: Ein Mann hat einem anderen, ihm gleichstehenden Manne einen Zahn ausgeschlagen, so wird man ihm einen Zahn ausschlagen. Gesetzt: Ein Kind hat seinen Vater geschlagen, so wird man ihm die Hände abschneiden. Gesetzt: Ein Mann hat geraubt und ist dabei gefasst worden, so wird dieser Mann getötet. Gesetzt: Eine Frau hat wegen eines anderen Mannes ihren Gatten töten lassen, so wird man diese Frau pfählen. Einerseits muten diese Strafen heute brutal an, andererseits regelten sie eine Verhältnismäßigkeit der Strafen, so dass beispielsweise nicht für jedes kleinere Vergehen die Todesstrafe verhängt werden konnte. Enthauptung, Guillotine. Die Guillotine, benannt nach dem französischen Arzt Joseph Ignace Guillotin, ist eine Enthauptungsmaschine, die seit der Französischen Revolution Verbreitung fand. Mehrere tausend Menschen wurden in den Jahren des großen Terrors zwischen 1793 und 1794 einen Kopf kürzer gemacht, darunter auch der französische König Ludwig XVI. Auch wenn die Enthauptung brutal erscheint, die Menschen des 18. Jahrhunderts sahen in der Tötungsmaschine einen Fortschritt gegenüber früheren, oft qualvolleren Hinrichtungsmethoden. Kreuzigung. Ein gutes Beispiel dafür ist die Kreuzigung, die in der Epoche der römischen Antike häufig angewendet wurde. Bilder von Kreuzigungen zeigen fast ausschließlich die Hinrichtung von Jesus von Nazareth. Sie sind aber erst viele Jahrhunderte später entstanden, so auch dieser Stich aus dem 19. Jahrhundert. Erklärte Absicht der Kreuzigung war ein langsamer und qualvoller Tod. Es konnte Tage dauern, bis der Gekreuzigte starb. Die Verurteilten wurden entweder an das Kreuz genagelt, dann allerdings nicht in Hände und Füße, wie auf dem Bild dargestellt, sondern in den Hand- und den Fußwurzelknochen. Viele wurden allerdings auch nur an das Kreuz gefesselt.
Der Tod trat entweder durch Blutverlust, Erschöpfung oder Ersticken ein. Die Verurteilten sollten dadurch gedemütigt und die Zuschauer eingeschüchtert und abgeschreckt werden. Die Strafe wurde nur gegen Sklaven und andere Menschen ohne römisches Bürgerrecht verhängt. Der bekannteste Fall einer Massenkreuzigung war die Niederschlagung des Sklavenaufstandes des Spartakus im Jahre 71 vor Christus. Aus Rache sollen 6000 Sklaven entlang der Via Appia gekreuzigt worden sein. 12-Tafel-Gesetz. Auch wenn die Kreuzigung als besonders brutal gilt, entwickelten die Römer bereits früh ein Gesetzeswerk, das noch heute Grundlage für viele Rechtssysteme ist, wie beispielsweise in Deutschland. Dieses Relief am Reichsgerichtsgebäude in Leipzig zeigt nicht, wie man auf den ersten Blick denken könnte, die 10 Gebote, sondern das 12-Tafel-Gesetz. Das 12-Tafel-Gesetz ist nur noch in Teilen überliefert. Es regelt verschiedene zivil- und strafrechtliche Aspekte. Dabei stand auch die Frage im Mittelpunkt, wie Gerichtsverfahren und Prozesse ablaufen sollten. Nürnberger Prozesse. Aus der Vergangenheit kennen wir viele berühmte Gerichtsverfahren, so beispielsweise die Nürnberger Prozesse nach Ende des Zweiten Weltkrieges, die von der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt wurden. Die Prozesse wurden gegen 185 Verantwortliche der nationalsozialistischen Diktatur geführt, darunter nicht nur Regierungsvertreter und Militärs, sondern auch Industrielle, Ärzte, Juristen und andere Personen. Von 24 ausgesprochenen Todesurteilen wurden 10 vollstreckt. Die Mehrheit der Kriegsverbrecher wurde zu Haftstrafen verurteilt. Erstmals wurden in den Nürnberger Prozessen Personen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Das war deshalb bedeutend, weil die Angeklagten nicht gegen das in NS-Deutschland geltende Recht verstoßen hatten. Auch heute kann Diktatoren oder Kriegsverbrechern vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag der Prozess gemacht werden. Hexenverfolgung. Auch bei der Hexenverfolgung spielten Gerichtsverfahren und die Prozessordnung eine wichtige Rolle. Nicht im Mittelalter, sondern in der frühen Neuzeit, also etwa zwischen 1500 und 1800, waren Hexenverfolgungen in Mitteleuropa weit verbreitet. Besonders während des Dreißigjährigen Krieges von 1618 bis 1648. Die Zahl der verurteilten und hingerichteten Menschen beträgt in ganz Europa nach derzeitigem Forschungsstand zwischen 40.000 und 60.000. Die meisten von ihnen waren Frauen, aber rund 10% der Hingerichteten waren auch Männer. Die häufigste Hinrichtungsart war das Verbrennen auf dem Scheiterhaufen. Hexerei und Zauberei galten in der frühen Neuzeit als Strafrechtsbestand. Die Hexenprozesse sind in zahlreichen Gerichtsakten gut dokumentiert. Häufig kam zur Erpressung von Geständnissen auch die sogenannte peinliche Befragung, also Folter, zum Einsatz. Die Gründe, die zur Verurteilung führten, also der Vorwurf der Magie und die Anwendung von Zauber, ist heute nur schwer nachvollziehbar. Wichtige Motive, die zur Anklage von Hexen führten, lassen sich aber bis heute nachvollziehen. Oft reichte die einfache Verdächtigung eines Menschen, um ihm leicht aus dem Weg zu räumen. Freiheitsstrafe. Eine Freiheitsstrafe ist heute in Deutschland die schwerste Strafe, die gegen Verurteilte verhängt werden kann. Die Länge der Haftstrafe bemisst sich dabei an der Schwere des Verbrechens. Die Freiheitsstrafe wurde erst in den letzten beiden Jahrhunderten in vielen Ländern gängige Strafform. Gefängnisse gibt es schon seit dem späten Mittelalter. Sie dienten anfangs mehr der Verwahrung von Menschen, die zum Tode verurteilt waren. Die Idee der Freiheitsstrafe zielt auf eine Resozialisation der Strafgefangenen. Man geht davon aus, dass der Mensch in der Lage ist, sein Verhalten zu verbessern. Öffentliches Kahlscheren von Frauen. Während Männer ihre Haare häufiger ganz kurz tragen, fällt eine Frau, deren Haare geschoren wurden, sofort auf. Eine Ehrenstrafe, die bereits seit Jahrhunderten nachgewiesen ist, fand in Europa während des Zweiten Weltkrieges Anwendung. In den von Deutschen besetzten Ländern gab es vereinzelt Liebesbeziehungen zwischen deutschen Soldaten und den dort lebenden Frauen. Diese Frauen galten nach Ende des Krieges als Verräterinnen. Kurz nach der Befreiung wurden ihre Haare unter den Augen der Öffentlichkeit geschoren. Der Ehrverlust war noch lange sichtbar. Todesstrafe. 2012 gibt es weltweit 58 Staaten, in denen die Todesstrafe erlaubt ist. Sie sind auf der Karte rot und orange markiert. In 5 Ländern wird sie häufig angewendet,
darunter China und die USA. Etwa 2000 Todesurteile werden jährlich vollstreckt. Die Zahlen schwanken allerdings stark. Im Grundgesetz von 1949 wurde in Deutschland erstmals ein Verbot der Todesstrafe festgelegt. In der DDR wurde sie erst 1987, in der Schweiz bereits 1942 und in Österreich 1950 abgeschafft. Klär zuerst, ob die ganze Klasse das Modul Urteilen und Strafen in verschiedenen Projektgruppen bearbeiten will. Alternativ könnt ihr auch zu zweit oder zu dritt an einem einzelnen Projekt arbeiten. Stellt euch eure Fragen gegenseitig vor und sammelt sie, zum Beispiel an der Tafel oder in einem gemeinsamen Etherpad. Versucht dabei, die Fragen nach geeigneten Kriterien zu ordnen. Diskutiert anschließend, welche Fragen euch am interessantesten erscheinen und markiert diese. Sie bilden die Grundlage für die weitere Projektarbeit. Überlegt nun, wie das Thema eures Projekts lauten könnte. Wählt beispielsweise eine Epoche, eine Form der Bestrafung oder ein Fallbeispiel aus, über das ihr gerne mehr erfahren wollt. Vielleicht bietet es sich an, verschiedene Punkte oder Beispiele miteinander zu vergleichen. Anschließend könnt ihr die Organisation des Projekts absprechen. Was soll das Produkt sein? Hier einige Anregungen. Eine Projektmappe, ein Video, ein Vortrag mit einer PowerPoint-Präsentation oder ein eigener Wiki eurer ganzen Klasse. Wo könnt ihr recherchieren, um Informationen zu finden? Ihr solltet unbedingt mehrere Informationsquellen, sowohl Internet als auch Bücher, zum Beispiel aus der Schulbibliothek, nutzen und diese vergleichen. Wenn ihr Bilder aus dem Internet benutzt, müsst ihr immer die Quelle angeben, wo ihr diese Bilder heruntergeladen habt.